So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. So, wir wurden beim letzten Mal tatsächlich gebissen, wieder vergiftet von so einer scheiß Siegelkacke. Und jetzt sind wir hierhin geflüchtet, das haben wir aber nicht aufgenommen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie unser Status jetzt ist. Sind wir jetzt noch vergiftet? Konnte ich uns heilen? Naja, wir konnten uns heilen. Allerdings muss ich Essen und Trinken finden dringend. Wir sind hier auf einer unbekannten Insel. Ich habe mich hier nochmal eingerichtet gehabt, damit ich damit ich speichern konnte. Ich hoffe nur nicht, dass es hier Schlangen gibt. Wir müssen definitiv jetzt was finden erstmal. Und dabei haben wir aber Schlangen. Warte mal eben. Wir machen was anders. Wir nehmen einfach mal meinen Speer mit. Wir müssen echt aufpassen, diese scheiß Segel. Da haben wir wieder eins. Die machen uns echt fertig. Das sind ja Seesterne oder was sind das, ne? Auf jeden Fall sind die arschgiftig und die machen uns hier komplett fertig. Derweil konnte ich das Boot natürlich ein bisschen weiter machen, aber ich glaube, das habe ich in der Aufnahme tatsächlich auch schon gezeigt. Wir müssen hier doch mal Regale voll klatschen noch mehr. Aber jetzt lass uns erstmal gucken, was wir wo haben. Genau. Da haben wir nochmal das Kokosnuss. Brauchen wir aber nochmal für was anderes. Wir müssen auf jeden Fall immer noch Planken haben wir noch. Wir brauchen drei Planken, um ein Regal zu bauen. Ich sollte hier einen Speer haben, dachte ich eigentlich. Ich habe hier noch Fischspeere. Da können wir einen Speerwerfer bauen mit. Ich finde diese Funktion mit dem Boot herstellen, finde ich sehr, sehr geil. Noch mehr Planken. Warte mal eben. Die schmeiße ich zusammen. Was soll das denn? Diese Lampe, die ich hier drin habe, die möchte ich eigentlich gerne so eine Art Leuchtturm bei mir in der Base bauen. Das war eigentlich der Plan. Das wollten wir eigentlich auch gemacht haben. Aber es kommt ja immer wieder was dazwischen. Sowas wie Pipi. Die Flare Guns. Kann ich die nicht übereinander packen? War die Flare Gun hier noch und die andere? Genau. Wäre so sinnvoll. Jetzt fange ich schon an zu... Ebenso könnte man die Tür... Müsste das mal anständiger sortieren, aber das müsste ich mal außerhalb der Aufnahme machen. Ich war der Meinung, ich hatte noch ein Speer gehabt. Verdammte Axt. Wo ist mein Speer? Oder habe ich es dabei? Hab ich doch dabei, ich hol Kopf, Alter. Ehrlich, meine Fresse. Manchmal macht man auch Dinge komplett umsonst, ne? Und dann wollten wir auch mal gucken, dass wir mal einen Hai jagen können. Und ich dachte mir einfach, wenn ich genügend Speere am Start habe, da sprudelt irgendwas. Da wird auch was in der Wasser sein. Wenn ich genügend Speere am Start habe, dachte ich, könnte ich vielleicht den Hai auch töten. So der Plan. Wir haben uns auf jeden Fall auf einer sehr, sehr weiten Insel, weit weg von unserer Heimatbase. Da müssen wir nochmal irgendwie hin, da müssen wir nochmal hinkommen. Nicht in dieser Folge. Wir werden ja mal gucken, was wir jetzt diese Insel uns so bringt. Wir brauchen jetzt, wir müssen die Schlangen töten. Guck mal, hier sind ja diese Planken schon mal, das ist ja sehr gut. Diese Metall-Wellblech-Dingens. Aber wir müssen aufpassen vor den Schlangen jetzt. Aber wir brauchen erstmal was zu trinken. Ich weiß nicht, ob ich uns ein Feuer schon gebaut hatte. So. Das. Habe ich hier auf dieser Insel Pipi gefunden? Guck mal, da hinten sind noch so viele andere Inseln. Ich weiß gar nicht, gibt es hier eine Map eigentlich auch, wo man hier mal drauf gucken kann, wo man das alles kartografieren kann? Heißt das so, kartografieren? Ich glaube ja, ne? Oder kartografieren? Nee, kartografieren. Irgendwie, auf jeden Fall. Irgendwas mit Katte. Kattegat. Hä? Nein. So, Kusen. Ich muss mich erstmal wieder daran angewöhnen. Es ist tatsächlich schon 1,5 Wochen her, wo ich das letzte Mal gespielt hatte. Und deswegen werde ich wahrscheinlich hier ein bisschen durcheinander kommen. Was aber erstmal nicht so schlimm sein mag. So, die Sachen können wir später einsammeln. Das nimmt ja keiner weg, Gott sei Dank. Die Schlangen interessieren sich dafür. Haben wir hier irgendwo noch Pipi oder irgendwas Interessantes, was wir echt noch gebrauchen können? Und dann fiel mir ein, ich müsste uns mal wirklich gucken, dass ich uns mal so ein Gefäß machen können, womit wir Wasser auffahren. Ich glaube, das ist diese Vase, ne? Sieht auf jeden Fall aus wie eine Vase. Was haben wir hier noch Feines hier auf dieser Insel? Was ist das? Sieht aus wie ein Speer. Das ist, glaube ich, ein Holzstockknüppel. Und wir gehen hier nicht bevor... Okay, hier ist auch wieder ein Segelboot unter Wasser. Wir gehen hier nicht weg, bevor hier die Schlangen alle weg sind. Ich finde das so süß, diese kleinen Insel. Was soll das sein? Bermuda-Dreieck? Bahamas? Irgendwie? Bahamas, Bermuda? Bermuda? Irgendwie sowas, ne? Ich muss mich doch immer noch in diese... Guck mal an, hier haben wir zweimal Schweine. Also zu essen gibt es hier genug.
Hab ich das gemacht mit den Holzhacken? Ja, wahrscheinlich. Wer denn sonst, ne? Wer kommt sonst auf diese Insel und zerstört hier alles? Aber ich möchte mir gerne am liebsten... Okay, die Schlangen habe ich jetzt nicht mehr wiedergefunden. Was sehr eigenwürdig ist. Aber, gut, pass auf. Wir tauchen mal nach diesem Wrack, was da vorne ist. Und schauen mal, dass wir da Fische nochmal irgendwie herkriegen. Hier habe ich nichts mehr. Pipi ist hier ausgepiept. Da ist die Schlange. Verschwinde doch nicht gleich. Mann, roll dich doch wieder zusammen, du hässliches Mistkrötenviech, ey. Ich habe was zu essen gefunden. Ich glaube aber nicht, dass es die einzigste Schlange ist, die wir hier auf dieser Insel haben. Was? Achso, ich dachte schon. Das Problem... Was ist denn das für eine Insel da hinten? Bestimmt sind das nur die Bäume oder so. Die sieht nur so mächtig groß aus. Egal. Ich muss jetzt mal was zu essen brutzeln. Hier gibt es so viele Inseln. Und ich habe auch mittlerweile die Orientierung wieder komplett dahin gelegt. Und ich weiß nicht, wo wir was finden können. Also, wir brauchen Feuer. Das ist das, was wir brauchen. Dann brutzel ich uns was, wofür diese Pflanzen da sind. Ich hätte mal mehr googeln sollen, mich mal mehr informieren sollen. Wie man zum Beispiel den Motor ankriegt, wie man den befüllt mit Benzin oder ob wir irgendwo einen Benzintank im Wrack finden oder sonstigen Scheiß. Dass wir da einfach mal ein bisschen mehr Input haben, wie wir das Leben hier einfach machen können, einfacher machen können. Weil wenn man so andere YouTuber sieht, die sind schon echt gut am Werk dabei. Ey, ich hab doch, was war das mal, Feuer, 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 Feuer? Nee. Feuer, 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 Feuer? Lecker. Okay. Wir legen es einfach hier hin. So, das ist gut, davon haben wir immer was am Schlüssel. Okay, die Maus ist doch ganz schön laut, wenn ich mir das jetzt mal so anhöre, ne? Die neue Maus. Och, kommt schon. So, wo ist mein Fleisch? Da haben wir mein Fleisch. So, und jetzt wird es natürlich jetzt wahrscheinlich nachts, wo ich mir das Sprudel nochmal angucken wollte. Und in der Hoffnung war, dass ein großer Großmaul-Barsch-Fisch-Bumsen irgendwas ist. Da hat es gesprudelt. Okay. Hier haben wir eine Kiste am Start. Das ist schon mal sehr klasse. Mal auftauchen eben. Da. Ich wollte gerade sagen, in letzter Zeit kriege ich diese Fische aber auch nicht weggemacht hier. Boah, kommt der? Kommt der jetzt? Giant Grouper. Da wäre er. Unser Abendbrot. Okay. Ich hoffe mal, dass wir in den Wracks noch irgendwas finden können, womit wir unser Boot erweitern können. Wir brauchen noch einiges. So, sollte unser Essen jetzt mal vielleicht fertig sein? Wir riskieren es einfach mal. Oh, guck mal, da sind Dings hier. So. So, und einen davon legen wir mal ab. Aber nur, damit wir nicht das Verkehrte wieder essen. So, hier finden wir Rocks. Komm, wir probieren es einfach mal aus. Was könnte da hinten sein?
Ach, ich hatte mal die Kiste mal. Ne, das muss ich erstmal machen. Untersuchen können. Scheiße. So, was haben wir hier? Wollen wir die zum Boot bringen? Lieber nicht, wenn das Wasser gerade so schlecht ist. Man da nichts sehen kann, vernünftig. Ja, ja. Oh, das ist gut. Das ist auch gut. Die Hammer liegt auch nicht übereinander, ne? Die, ja. Ja, dann lass uns das einfach mal trotzdem, das einmal zum Boot trotzdem hinbringen. Nur mit großem Abstand halten eben, ne? Ja, und hoch da, komm. Genau, schmeißen wir mal hier zwischen einfach, dann könnten wir... Und vielleicht eine Option, dass es nicht gleich so gleich verloren geht hier. So, pass auf. Wo haben wir Platz? Wir müssen da mal echt mehr Ordnung schaffen hier, das geht gar nicht. Hier haben wir nochmal Klamotten und Leder. Leder hatte ich doch auch noch irgendwo gefunden, ne? Ne, wahrscheinlich nicht. So, hier haben wir ein paar Lebensmittel drin, stecken wir es hier mal rein. Sehr gut. So, von hier aus sieht das auch gar nicht so weit weg aus, ne? Mit dem Boot, was hinten rumdings ist. Ja, wir sollen hier nochmal einmal zumachen. Und dann machen wir hier noch einen weiter vor. Und dann ist das Boot eigentlich fertig, meiner Meinung nach. Ich wüsste gerne mal, ob man irgendwie solche Sachen hier drauf machen kann. Damit man hier nicht verdurstet oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht. So, was sagt denn unser... Oh mein Gott, das mit dem Durst ist also echt eine anstrengende Sache hier. Aber wir haben ja hier, Sachen, die wir herstellen. Och, das darf doch jetzt nicht ernsthaft wahr sein, Mann. War's immer noch nicht durch, wa? Das Kotzen ist nicht ganz so schlimm wie jetzt mit den... Aber trotzdem fehlt uns Wasser. Und die Sonne geht wieder unter, der Mond geht auf und so weiter und so fort. Wie geil, wenn man immer dieser Dämmerung einfach die ganzen Inseln sehen kann, die auch weiter weg sind, ne? Aber es ist ein kurzer Moment und dann sind sie alle wieder weg. Naja. Da. So. So. So, dann nutzen wir mal ganz kurz die Nacht, aber mal zu gucken, was brauchen wir, um solche Dinge herzustellen, wie ich das sagte, mit der Vase und so und alles. Was ist das? Achso, das ist der Werkzeuggürtel, ne? Oh, guck mal. Was ist denn das hier? Okay, dann müsste ich mal wieder irgendwie so ein Tier jagen hier. Dann könnte ich da sowas herstellen. Nicht schlecht, dann könnte ich bessere Sachen herstellen wahrscheinlich. Ne? Also level ich besser. So, was haben wir hier? Das sind Möbel. Oh, das ist gut, ein Schlafsack. So, was haben wir hier noch Feines? Das habe ich ja schon. Brick Station. Oh, okay. Machen wir daraus eine Dings? Soll das eine Tankstelle sein? Ja. Mein minimalen Englisch muss ich versuchen, das rauszufinden, was ich mit solchen Sachen alles anstellen kann. Hier, eine Gasbuddel, zwei Dings, Tapes und Leder. Das haben wir alles da, um einfach einen Speerwerfer herzustellen. Natürlich nicht schlecht, ne? So, ich suche aber immer noch ein Behältnis, das, was ich immer irgendwie auffüllen kann oder so. So. Da haben wir es doch.
Dafür brauchen wir Dings Leder. Machen wir eine Wasserflasche mit. Hier, das meine ich. Clay Water Bottle. Ach, dafür brauchen wir diese Schmelze. Okay. Wäre natürlich gut, wenn wir uns wieder, ja, wenn wir das zu Hause machen würden, ne? Was ist das? Okay. Ob wir jemals hier vernünftig leben werden auf dieser Insel. Goodie. Wir könnten ja aber auch unser Fluss mit normalem Holz. Naja, wir können ja aber auch erstmal tauchen gehen. So, erstmal jetzt machen wir ein kleines Seilchen, ein Nickerchen und dann. Ah, unser Essen ist fertig. Habe ich beide Nüsse getrunken jetzt? Ja. Ja, Essen, satt sind wir, durstig sind wir immer noch. Schlafen wir mal. Schlafen wir mal eine Nacht drüber. Und es ist immer noch nachts. Was natürlich sehr, sehr wenig hilfreich ist. Das ist natürlich immer sehr anstrengend, finde ich, bei diesem Spiel, dass hier permanent nachts ist, ne? Ich wollte eigentlich auch mit euch. Ich habe nämlich irgendwas gefunden. Und da wollte ich hin. Das sieht aus wie so ein Wrack. Was irgendwo im Wasser liegt. Irgendwo im Meer. Und da wollte ich nicht alleine hin. Da wollte ich mit euch da gerne hin. Und das ist ja unser Notfallplanet. Quasi hier. Weil wir ja vergiftet worden sind. Na komm. Da haben wir noch einmal. Aber ich tue mich mir schwer, meine Insel zu verlassen, wenn wir noch irgendwie noch so viele Wracks da haben und so Möglichkeiten vielleicht irgendwie haben. Warte mal, haben wir hier eine Map? Eine Map haben wir natürlich nicht, ne? Das wäre natürlich mega. Oh, es wäre tags, wie schön. So, ich hoffe, dass drei Kokosnüsse jetzt nicht so viel sind, um den Tag einigermaßen zu überstehen. Mit Wasser. Dann gehen wir gleich mal tauchen. Hier vorne. Ich frage mich bloß, von wo aus. Naja, werden wir sehen. Ob ich das jetzt vom Boot aus mache. Hier gibt es auch nur offensichtlich einen Wrack. Wir können nochmal um die Insel gleich mal schlendern, um zu gucken, ob wir mehrere Wracks in Aussicht haben. Und dann. Ich trinke die nicht so gerne einmal alles auf einmal weg. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich immer Kokosnuss, Kokosnuss, Kokosnuss so schnell dann trinke, kriegen wir dann Durchfall. Und da habe ich keinen Bock drauf. Weil das kostet natürlich jede Menge Wasser dann. Und dann war alles hier umsonst. Aber wie gesagt, wenn es eine Map geben sollte, wäre cool, das rauszufinden. Oh mein Gott, genau das. Oh, es ist so nervig, ey. Es ist einfach so nervig. Bei drei Kokosnüsse, ernsthaft. Was soll's denn? Komm, wir gehen jetzt baden. Wir gehen Frustbaden. Und wenn wir wieder da sind, ist unser Durchfall weg. Und haben mit unserer Scheiße jede Menge Haie angelockt, die uns dann fressen werden. Das ist nervig einfach. Ja. Need to find water, ich weiß. Wow, die Sicht ist ja mal richtig beschissen. Oh, okay, wir sind da. Was ist denn das? Ach so. Eine Yacht halt, ne? Ne, so ein Fischerboot oder so, ne? Ob es die beste Tage. Ob es die beste Tageszeit ist, jetzt irgendwie tauchen zu gehen. Ja. Sei mal so dahingestellt. Wir verdursten hier gleich, hätte ich beinahe gesagt. Ertrinken hier gleich. Da. Lass uns mitnehmen. Die Schlange, die will ich natürlich meiden. Ich habe da kein gutes Gefühl bei, wenn wir diese Schlange berühren. Ich höre, glaube ich, gerade ein Hai. Oh je. Ja. Ah, du Arsch.
Ja, ich weiß, ich muss jetzt was Wasser haben. Naja, im Land ist man nicht immer unbedingt sicher. Ich meine, irgendwie buggt das Spiel noch ganz schön manchmal. Und hat den Hai dann teilweise im seichten Wasser rumschwimmen. Bin ich so voll, ja? Stimmt. Warte mal. Ja, das mit Wasser ist natürlich echt ärgerlich. Und dann verdursten wir und alles, ne? Das ist... Sieht nicht immer klasse aus. Warte mal, da ist unser Camp, ne? Wir könnten aber auch... Ich habe ja doch, dieses... Ja, warum aber nicht da lassen, genau. Oh, Klamotten. Gut. Die Kisten nehmen wir auch mal mit. Und dann nehmen wir einfach jetzt dieses Notfallpaket, was wir haben. So verdursten wir wenigstens nicht. Sollten wir eigentlich einigermaßen... Oh mein Gott. Wasser brauchen wir aber immer noch. Also trinken wir noch mal eine Kokosnuss. Die haben wir doch hier. Eine Kokosnuss. Kokosnuss. Wo soll die jetzt hin? Ja, genau. Das wollten wir aber nicht. Musste man die Kokosnuss jetzt hin? Habe ich die nicht mitgenommen? Nein, habe ich nicht. Wenn man dazu noch klicken muss, um die mitzunehmen. So. Drop die mal. Halt, bleib stehen, nicht runterrollen. Und schlöffen. So, das sollte unser Wasserhaushalt doch einigermaßen wieder in den Griff kriegen. Einigermaßen, aber nicht so, dass wir wieder vernünftig aufhielten können. Wir müssen erhielten, das nützt nichts. Also brauchen wir noch irgendwann die Kokosnuss. Und dann, ja, wie machen wir das? Die sammle ich hier nochmal alle ein. Und dann, werde ich gucken. Genau, lass sie fallen. Werde ich gucken, dass wir mal zu diesem Wrack kommen. Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen aufregend. Ich habe nicht mal ein Hai hier getötet. Jetzt sind wir, glaube ich, auf Guilty. So, würde ich aber gerne tatsächlich. Warte mal mit den einen hier. Jetzt gibt es natürlich scheiß Wetter. Damit sind natürlich alle unsere Pläne wieder komplett über Bord geworfen, ey. Das ist einfach zum Kotzen, ey. Das ist auch was Kleines im Wasser. Aber da waren wir gerade eben, ne? Ja. Man hat das Gefühl, man ist gerade wieder so oben auf, dass man mal weitermachen könnte und vernünftig vorankommen könnte. Und dann sagt das Spiel einfach, ne, warum denn? Na, das war's das schon wieder, ne? Platz? Irgendwo werden wir noch Platz haben. Da haben wir Platz. Hammer. Also ich werde, glaube ich, seekrank hier langsam wieder, ne? Das ist immer der Hammer, ey. Wofür brauche ich die Plan eigentlich? Da hinten habe ich auch noch was gesehen am Land. Mir wird schwindelig. Voll und ganz. Es war bei uns in der Base irgendwo, ich diese Plane gesehen, glaube ich. Genau da. Nicht eine Plane, sondern einmal noch Stoff.
Speicher mal eben. Kompass habe ich, glaube ich, an Bord. Und nun ist die Frage. Ob wir da noch was an diesem Segelschiff finden könnten, was unter Wasser liegt. Weil Wracks gibt es hier nicht unbedingt sehr viele. Folgedessen könnten wir eigentlich auch weiterreisen. Speere habe ich auch jede Menge da. Ich, boah, das ist das Wetter. Das macht mich schwankig, doch. Meine Güte. Irgendwo habe ich auch einen Kompass, ne? Ich muss nämlich unbedingt einen Kompass haben. Ja. Auch mal mit. Gut. Ah, davon haben wir. Haben wir nochmal? Ich sehe gerade, ich habe dreimal Dingenskirchen. Das ist doch schon mal geil. Zweimal habe ich meine ich. Ich habe zweimal gesagt. Nicht dreimal. Dreimal habe ich nicht gesagt. Wo ist denn mein Kompass denn, ey? Oder Kompass ist beim Arsch. Oh, fuck. Ich habe keinen Kompass. Wie soll ich denn jetzt unsere Heimat finden? Oh, Kacka. Dann gucken wir nochmal schnell, was so ein Speerwerfer kostet. Zweimal Knüppel, einmal Tape, einmal Leder. Habe ich denn wenigstens irgendwo Tape? Nee, den Tape habe ich auch zu Hause. Oh mein Gott, wir werden nie wieder nach Hause kommen. Nie wieder. Es hört auch nicht mehr auf mit diesem Scheißwetter. Verschwinde! Ich mache hier den Sonnentanz jetzt. So. Ja, dann machen wir einfach mal Break bei dieser Folge. Es bringt nichts, so weiterzumachen. Gar nichts bringt es. Wir könnten hier vielleicht Schweine jagen, aber es wäre einfach alles. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Freunde. So, jetzt muss ich gleich Ciao sagen. Jetzt geht's. Ciao, Freunde.